Ich bin der Philipp, 35, arbeite bei süddeutsche.de jetzt seit inzwischen 5 Jahren. Bin da im Produktmanagement-Content-Team und ja, verantworte den Bereich SEO. Das heißt, wenn ein Redakteur einen Text schreibt und auf Speichern klickt, dann ist es meine Aufgabe, sicherzustellen, dass der ja, organisch in allen relevanten Kanälen gefunden werden kann. Search hat für uns einen hohen Stellenwert. Es ist mit der größte nach Direct Traffic, der größte Traffic-Kanal, den wir haben. Google News für die Top-Themen haben wir natürlich den Anspruch, darin zu erscheinen. Wir werden aber nicht ob des Top-Themas dazu publizieren. Das heißt, wenn ein Match da ist, super, dann versuchen wir den ja, maximal effizient sozusagen auszubeuten. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir jetzt aber nicht zu Let's Dance oder zu irgendeinem News-Thema, nur weil es ein News-Thema ist, Inhalte produzieren. Was für uns natürlich schon immer die Frage stellt, wie kriegen wir mehr User in den Direct Traffic mit rein? Das heißt, für uns ist Google hauptsächlich ein Neuakquisekanal. Nein, nicht ist, sollte. Sollte hauptsächlich ein Neuakquisekanal sein. Stichwort Panama Papers war ein super Coup der SZ. Aber wie sind denn die anderen Leute damit umgegangen? Wie viel Sichtbarkeit haben die denn generiert? Haben wir da wirklich alles richtig gemacht? Hätten wir noch was anderes machen müssen? Dafür ist es essentiell. Suite ist natürlich für uns essentiell. Das heißt, neben der Standardansicht, einfach Sichtbarkeit, pflegen wir auch natürlich unsere eigenen wichtigsten Keywords damit rein und versuchen so unseren eigenen Index abzubilden. Searchmetrics hilft uns dabei, ja, ich sag mal einfach die Nabelschnur zu Google neben dem Webmaster-Tool, die Searchmetrics Suite, permanent den Puls zu zeigen. Also wir benutzen es sozusagen nicht nur, einfach nur platt die Sichtbarkeit zu prüfen, sondern auch darauf zu gucken, die Sachen, die wir uns überlegt haben, funktionieren denn denn auch tatsächlich so? Also es ist eine Effizienzbewertung sozusagen machen wir durch Searchmetrics, dabei hilft uns die Suite. Wenn ich montags ins Haus komme, ich mir erst unsere Sichtbarkeit angucke, das heißt, ich schmeiße die Suite an, schmeiße mein Projekt an, gucke, wie laufen die einzelnen Subdomains, ich schaue mir an, zu welchen Keys ranken wir nicht mehr, zu welchen Keys ranken wir besser, hat es einen rein nachrichtlichen Hintergrund, hat es einen vielleicht internen Verlinkungsgrund und gucke mir an, wie kann ich so on-site quasi Sachen optimieren. Zweite Sache, ich schaue natürlich, wenn Sachen runtergehen, ob eine technische Performance irgendwie da eine Einbuße hat. Heißt, ich nehme Hinweise aus Searchmetrics, um im Google Webmaster Tool beispielsweise nachzuschauen oder in den Logfiles nachzuschauen, ob wir eine hohe Fehlerseitenquote hatten, ob wir 404er oder 500er produziert haben und versuche dem dann sozusagen auf dem technischen Weg zu begegnen. Das heißt, ich habe so eine Komponente redaktioneller Teil, in dem ich versuche zu sagen, sind die relevanten Themen wirklich auch sichtbar? Also verkaufen wir gerade unter, haben viele tolle Sachen, sehen sie aber nicht. Und dann noch natürlich im technischen Teil, liefert das System so aus, wie es von uns gedacht ist, wie es konzipiert ist. Ich bringe gerne das Münchner Augustiner Beispiel, wenn die so ein tolles Bier haben und kein Marketing machen müssen, dass es alleine läuft. Dann würde ich sagen, dann brauchst du auch keine Search-Metrics-Suite. Wenn ich aber nicht so ein Produkt habe, was so ein Selbstläufer ist und ich mich mit anderen vergleiche, dann sollte ich schon mal drüber nachdenken, ob ich nicht so ein Produkt gebrauchen kann. Was mich begeistert, was das Geile an Search-Metrics ist, du hast nicht nur dieses Tool, sondern du hast halt auch einen Ansprechpartner. Und du hast halt auch jemanden im Chat, den du die ganze Zeit erreichen kannst. Bei Search-Metrics ist nicht das Tool der Knaller, sondern tatsächlich der Support, der dahinter steht. Ja, ich würde sagen Marktstandard, dann die Granularität, die es mir bietet, dann auch die Vielfältigkeit, dann die Individualität, wie ich es einrichten kann. Ich kann ja mein Projekt so definieren mit den Wörtern, die lustig sind. Und zum Schluss natürlich noch die Stabilität. Also es gab noch, glaube ich, keinen Tag, wo die Suite irgendwie down war. Nein, da ist Searchmetrics schon super.